Nun, wir haben in Europa der neueren Zeit, rückblickend der letzten Jahrzehnte, Beispiele, wo Volksgruppen, Minderheiten, kleine Sprachminderheiten, denen es zum Teil deutlich schlechter gegangen ist nach dem Krieg als den Sorben heute, den Wenden heute, die haben sich mittels neuer demokratischer Möglichkeiten solche Parlamente geschaffen und haben nicht nur für sich selber etwas Gutes getan, sondern sie haben auch den Respekt der Mehrheiten errungen damit. Ich denke da an die Sami, ich denke an die Waliser, ich denke auch an die deutsche Minderheit in Belgien, nicht, um Eupen Malmedy, die ich selber besucht habe. Und ich war nach der Wende dort auch in dem Parlament dort und durfte mal zuschauen und war positiv erschüttert, was man machen kann. Also diese positive Diskriminierung, die uns ja hier zum großen Teil noch fehlt, hat dermaßen Wirkung gezeigt, dass diese Minderheiten, die ein eigenes nationales Parlament haben, sich vor der Zukunft nicht fürchten müssen. Das möchte ich für die Sorbenwenden auch. Nun ist es eine historische Chance, wenn man die Entwicklung des sorbischen wendischen Volkes sieht, ist auch im 20. Jahrhundert, auch jetzt nach der politischen Wende, so ist es tragisch, dass die Zahl der Sprecher ganz rasant weiter abnimmt, trotz der besseren demokratischen Möglichkeiten, die wir haben. Die Domowina, die ein sehr verdienstvolles kulturelles Engagement zeigt, seit Jahrzehnten, ohne Zweifel, schafft es einfach nicht. Man muss sich auf die neue Zeit einstellen, mitgehen, und wir haben doch Beispiele, wo es funktioniert. Warum sollen wir da nicht einfach profan abkupfern und nach unseren speziellen Gegebenheiten natürlich zugeschnitten, das nachvollziehen, was anderes wo erfolgreich ist? Ja, ich bin Sorbe, Wende, und möchte auch, dass meine Kinder, Enkel, Urenkel und die folgenden Generationen noch was davon haben, und zwar in unserer Sprache, in unserer Kultur leben und nicht als assimilierte Bevölkerungsteile. Die kleinen Kulturen in Europa, die machen den Reichtum aus und nicht die großen. Und das kommt nicht von selbst. Da kommt kein großer Onkel aus Bonn, Berlin oder Potsdam oder Bautzen und sagt den Niedersorben hier, wir werden euch was Gutes tun. Man muss sich selber bemühen und dann wird das auch was. Nun, ich weiß, wie der Sorbenwendenrat des Landtages kämpft. Es sind fast überwiegend oder fast immer Bildungsfragen. Offensichtlich, weil das jetzt seit Jahrzehnten schon geht, hängt irgendwas. Das muss sein. Aber ich würde es nicht einschränkend nur auf die Bildungsfragen begrenzt wissen wollen, denn wir haben auch Museen, wir haben Kulturgruppen, Tanzgruppen, Singegruppen, die Literatur, Musikalisches, den Rundfunk. In der ganzen Breite und Vielfalt muss das thematisiert werden. Und das schafft die Domowina bei allen Verdiensten, die sie seit Jahrzehnten hat, einfach nicht. Ist weder kritisch gegen die Domowina noch kritisch gegen sonst wer, sondern wir brauchen nicht Gegner, wir brauchen Verbündete. Wir brauchen Mehrheiten. 100% schafft man nie, aber wir wissen, dass die Demokratie so funktioniert, dass man Leute überzeugen versucht und dann in eine gemeinsame Richtung gehen kann. Und wenn man sieht, dass das anderswo geht, wünsche ich mir das hier für die Cottbusser Umgebung ebenso.